Ich bin euch ewig dankbar, Sir. Mach langsam. Erhaltet sogar meine berühmte einwöchige Garantie zu eurer vollsten Zufriedenheit. Ihr könnt keinen Schritt weiter, ohne diese Schönheiten zu bestaunen. Thank you.
Hier, Junge! Zurück an eure Position, Soldat. Was in Gottes Namen tust du denn? Der Mann war ein britischer Spion. Er wollte dich töten, Major Arnold. Was? Commander Washington erfuhr davon und schickte mich zu deinem Schutz. So, so. Wir brauchen alle mögliche Unterstützung. Einige meiner Männer machen eine Waffenlieferung zu einem nahen Lager. Sie brauchen eine Eskorte. Bei deiner Ankunft suche John Anderson auf. Er hat weitere Anweisungen. Fragen? Nein. Gut. Ich hörte, Washington will, dass du uns hilfst. Es gäbe da ein paar Aufgaben. In dem vorherrscht Chaos. Wenn du die Zeit hast, geh diese Liste durch. Das würde uns wirklich helfen, hier bald wieder alles in Ordnung zu bringen. Was wird hier gespielt? Und jetzt mach dich rar! Major General Arnold schickte mich, euch zu helfen. Ja? Nun gut, er ist der Boss.
Zum Glück seid ihr hier. Ohne euch könnten wir die ganzen Kisten kaum ins Lager schaffen. Du bist nicht einverstanden damit? Soll das ein Witz sein, Kamerad? Wir sind in West Point stationiert und sollen den Hudson halten. Das ist wichtig, steht außer Frage. Also, warum bringen wir den halben Pulvervorrat raus? Dann trage deine Bedenken bei Major General Arnold vor. Bin ich. Der wollte mich wegen Befehlsverweigerung vors Kriegsgericht stellen, ist mir das zu glauben? Also befolge ich Befehle, wie absurd sie auch sind. Der Verräter. Ich könnte es dir sagen, wenn du mich gehen lässt. Hör zu, hör zu. Dreh dich nur 5 Sekunden um und du siehst mich nie wieder. Ich will auf gar keinen Fall dahin. Ehrlich, Kumpel, ich weiß, du befolgst nur Befehle, aber eins sage ich dir, die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. Vielleicht Geld. Ich habe sehr viel Geld. Was wird meine Freiheit kosten? Sei still. Gut. Pass auf. Hör zu. Ich mach's wieder gut. Gib mir nur eine Chance und ich beweise, dass ich ein Patriot bin. Ich will dieses Land wie jeder andere. Lass es mich dir zeigen. Ist das der Verräter? Ist er. Major General Arnold hat weitere Befehle für dich. Klingt gut. Willkommen an Bord, Milady. Ah, Connor. Genau der Mann, den ich sehen wollte. Sehr gut, den Verräter zu fangen. Doch ich muss um mehr bitten. Es sind einige Pulverfässer im Innern des Forts. Bring sie ins Magazin. Weggetreten. Thank you.
So gut, wie es unter diesen Umständen möglich ist. Und ihr? Ebenso. Doch wir sind dran. Sehr nah dran. Wir müssen das irgendwo besprechen, wo weniger Leute zuhören. Ist Clinton einverstanden? Es ist getan. Nur die Frage meiner Kompensation bleibt. Etwas, was mir ausgesprochen wichtig ist. Übergebt diesen Brief. Geht absolut sicher, dass er ihn erhält. Und seid vorsichtig. Ein Fehler in diesem Stadium wäre unvorteilhaft. Wenn wir aus dieser Sache herauskommen, werdet ihr belohnt werden, Major Andre. Großzügig. Ihr meint John Anderson, Sir. Passt auf, dass man uns nicht folgt. Wenn uns jemand sieht, tötet ihn.